Wir sind sozusagen an der Kippe und wir fallen unten hinunter und niemand juckt es. Ich sehe auf jeden Fall, dass dadurch eine Durchseuchung stattfindet. Das ist etwas, was wir gerade hier beobachten mit den Corona-Maßnahmen. Die Zahlen sind so hoch wie noch nie, vor allem in der Altersgruppe der 5- bis 14-Jährigen, wo die Inzidenzen in Frankfurt gerade zwischen 5.000 und 6.000 herumschwirrt. Aber da wird sich gedacht, man macht einfach so weiter und das wird schon passen. Das ist absolut nicht tragbar. Wir sind hergekommen, weil die Situation an den Schulen einfach nicht mehr kontrollierbar ist. Wir müssen während des Winters lüften. Luftfilter gibt es nur 3 Stück an unserer Schule mit 250 Räumen. Und wir sind halt einfach überfordert in unserer Schule. Also ich muss sagen, dass bei uns das Lüften gar nicht so ernst genommen wird, wie es halt werden sollte, meiner Meinung nach. Und dass dann auch einfach nicht gelüftet wird. Und ich finde die Situation halt einfach nicht mehr vertretbar. Kleinere Klassen ist auf jeden Fall nicht nur, also auch wegen Corona, aber auch allgemein eine wichtige Forderung. Ist gerade im Moment mit der Abiturzeit besonders schwierig, weil wir gewissen Zugang einfach nicht haben. Zum Beispiel war vorletztes Jahr, waren die im Theater, haben dort gelernt, haben auch selber ihre Freizeit eingeteilt, wie sie gelernt haben, während wir halt eben mit der Corona-Situation und zum Beispiel auch Quarantäne, wenn wir jeden zweiten Tag in die Quarantäne müssen, es geht einfach nicht mehr. Aber selbst, dass sich hier ein paar Schüler an unseren Schulen ganz klar gegen das Impfen aussprechen und halt einfach die Wissenschaft nicht anerkennen, wie wir hier zum Beispiel auch tun mit Unite Behind the Science, können wir einfach auch nicht mehr, so langsam nicht mehr respektieren, weil wir halt einfach die ganze Zeit in dieser Situation sind und auch nicht da rauskommen, wenn wir so weitermachen wie bis jetzt. Also Lauterbach selbst sagte, dass wir bald wieder ein bisschen locker lassen könnten, aber von locker lassen wollen wir überhaupt noch gar nicht reden. Wir haben im Moment in Maintal in Main-Kinzig-Kreis eine Inzidenz von 2100, während wir in den Schulen halt immer jeden Tag testen müssen, die FFP2-Maske wechseln müssen, woran sich auch viele nicht halten übrigens. Da sehen wir überhaupt noch gar nichts von Lockerung und wollen auch noch keine Lockerung. Die Corona-Pandemie ist ein internationales Problem und sie wird aber irgendwie nicht so behandelt von den Regierenden. Wir haben auch schon an anderen Stellen uns den Forderungen angeschlossen, die Impfpatente freizugeben, dass in der ganzen Welt Impfstoffe hergestellt werden können. Sicherlich muss die Wirtschaft laufen und genau deswegen werden wir Schüler ja zum Beispiel in der Schule gehalten, damit halt eben die Arbeiterklasse halt eben arbeiten kann. Ich denke halt einfach auch, dass die Arbeiterklasse informiert werden muss. Lernen und Wissen ist ein Privileg, welches nicht jeder von uns besitzt, nur die hohe Klasse. Ich meine, wer sich kein Handy leisten kann, hat keinen Zugang zum Internet. Das ist eine ganz klare Forderung von uns, dass in diesem Wirtschaftssystem es so nicht weitergehen kann, sowohl von Corona als auch allgemein mit unserem Hauptanliegen der Klimakrise.